Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, hier sind wir wieder. Und unser Hundi. Ja, ist so süß. Wir müssen bald mal einen neuen Begleiter mit dem. Aber ich will nicht. Ich will Hundi behalten. Hundi ist toll. Egal. Wir müssen noch die Quest abgeben vom letzten Mal. Auch wenn Hundi mir dauernd im Weg rumrennt. Aber er ist ein Nahkämpfer. Das ist gut. Dann rennt er nämlich nicht in unser Feuer. Oder beziehungsweise lenkt die Gegner ein bisschen besser von uns ab. Zumindest. Die Nahkämpfenden? Naja, eigentlich ist es nicht so gut. Eigentlich wäre es besser, wenn wir nehmen mal Preston mit. Und ich glaube, das machen wir auch gleich. Aber wir müssen noch die Quest abgeben, das wollte ich noch machen. Habe ich schon mal ein bisschen den Ladescreen erspart. Gut, da bist du wieder. Wahrscheinlich trotzdem gleich ertragen, aber trotzdem. Paladin. Hey, Paladin Necrodancer. Wie schaut's? Ist was Neues von der Patrouille? Ja, die sahen halt gut aus, ne? Ich habe meine Untersuchung zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandis war der einzige Überlebende. Ich hätte es wissen sollen. Der alte Knacker konnte alles überstehen. Ja, stimmt. Kann er zur Bruderschaft zurückkehren? Zurzeit können wir jede Hilfe gebrauchen. Langfristig? Das ist nicht meine Entscheidung. Er wird auf jeden Fall unter Beobachtung gestellt. Es kann Monate dauern, bis er diensttauglich ist. Aber seine Überlebenserfahrung und sein Wissen würden uns sehr von Nutzen sein. Müssen wir sonst noch was besprechen? Möchtest du ihre Holobänder haben? Ja, ich nehme sie. Falls wir zurückkehren, sorge ich dafür, dass die Angehörigen die Bänder erhalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Grafik nicht mehr so toll ist, wie sie mal war. He? Da habe ich alles auf Ultra stehen, außer halt die Schatten und die Lichteffekte. Die habe ich jetzt ein bisschen runtergestellt. Wie wird die Bruderschaft ihrer gedenken? Sie haben sich der Mission tapfer gestellt. Sie haben ehrenhaft gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Sie lebten und starben gemeinsam. Als Brüder. Das bedeutet es, ein Mitglied der Sterlernen Bruderschaft zu sein. Ah ja. Das ist alles. In Ordnung. Ich schreibe einen Bericht basierend auf deinen Informationen. Falls wir zurückkehren, wird die Bruderschaft ihre Erinnerung in Ehren halten. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht viel für deine Dienste anbieten. Ich hoffe, ein paar Kronkorken sind ausreichend. Das war keine Power-Rüstung, einfache Mission. Du hast dir meinen Respekt verdient, Anwärter. Gut gemacht. Ja, du machst dir keine Vorstellung, wie schwierig diese Mission war. Ne, da kannst du auch noch so sehr an deinem Kühlschrank hampen, aber ne, das machst dir keine Vorstellung, mein Freund. So Leute, ich muss euch übrigens noch was sagen. Oh, erstmal können wir das Mikroskop noch klauen. Das Stimpack nehme ich auf jeden Fall mit und Jet auch. Das Mikroskop holen wir aber auch noch. Wo auch immer das jetzt herkam. Warte mal, haben wir überhaupt noch Platz? Ich weiß nicht, ob ich schon alles weggepackt habe. Ah, so ziemlich. Willst du ein weiteres Artefakt finden? Ja, ehrlich gesagt, bestätige, auf jeden Fall. In Ordnung. Hier ist das Gebiet. Sei vorsichtig. Ich hätte ihn nicht erwartet. Ist cool. Haptischer Antrieb. Nein, säubern machen wir jetzt nicht. Säubern ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ein bisschen zu viel Arbeit. Leute, ich muss euch noch was sagen. Und zwar, mit den 60 FPS, das lassen wir. Ich habe die letzten 10 Parts so aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann noch sehen. Aber das kann ich nicht bringen, Leute. Weil da wird meine Encoding-Zeit einfach mal verdoppelt. Ich meine, das ist klar, sind doppelten Frames, die man durchgehen muss. Aber anderthalb Stunden pro Part bei 10 Parts 15 Stunden? Ja, sind das, passt das? 10 Stunden und dann nochmal die Hälfte davon? Ja, 15 Stunden waren das ungefähr. Das kann ich nicht leisten, tut mir leid, das geht nicht. Das ist viel zu lange. Nee, warte, was wollte ich machen? Na gut, wir können erstmal das speichern. Leider kann ich den alten Knacker nicht mit dir hinbringen. Kommt man da vielleicht hin? Weil, ja, er wollte ja nicht. Ich wollte nochmal gerade gucken. Ja, wir werden auf jeden Fall nächstes Mal Charisma skillen. Ist abgeschlossen. Die Polymer Labs, da können wir noch hin. Oh, ich will so viel hier noch untersuchen. Ne? Diamond City schieben wir noch ein bisschen raus. Hubris Comics, da ist wahrscheinlich jetzt, ja genau, da ist der nächste. Das ist gut zu wissen, warum auch immer dann haptischer Antrieb drin zu finden sein soll. Was haben wir noch für Zeug? Nordhagen, mit Preston für die Freiheit. Ah, das ist das mit der die Burg zurückerobern. Das will ich aber noch nicht machen. Das mit dem Ghoul-Problem haben wir erledigt, komischerweise. Töte die Raider in Hyde Park müssen wir noch machen. Wir sind dann bei Nordhagen Beach. Wo ist das? Nordhagen? Hallo? Da unten. Wow, es war ganz schön weit unten. Und das ist gefährlich in der Richtung, wo es so ekelhaft wird für uns. Gut, die Sachen haben wir auch alle abgeschlossen, das ist gut. County Crossing gibt es dann da noch.
Longneck, Lukowskis Konservenfabrik. Wir sind schon echt weit rumgekommen, Leute. Ich meine, schaut es euch an. Das ist eine ganze Menge, was wir hier schon gemacht haben, Mensch. Heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell durchballere. Also so viel schaffe hier. Geile Sache. Geile Sache. Die Dickichtausgrabungen sind jetzt auch endlich abgeschlossen. Seht ihr, wunderbar. Ten Pines Bluff, den geht's ganz gut. Aber hier, wisst ihr was? Wir gehen nochmal zurück nach Sanctuary. Wir haben da 12 Leute. Ich denke, da können wir einen abstellen. Die Waffe sieht saugeil aus, der Kryolator. Den können wir uns ja auch holen. Leute, das machen wir jetzt. Da kann ich wohl einen einzigen abstellen, der dafür zuständig ist und mal eine Versorgungsroute macht nach Ten Pines Bluff. Weil das war unsere zweite Siedlung und die hat immer noch nur 2 Leute und sowas. Da müssen wir mal ein bisschen was tun. Oder ich glaube, die dritte Siedlung, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall eine der wenigen Siedlungen, die wir hatten am Anfang. Und da müssen wir was tun. So, deswegen können wir uns jetzt irgendeinen Random Guy schnappen. Hey, Random Guy. Ich hoffe, du hast eine Waffe. Du hast keine Waffe, ne? In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Dich opfer ich auch gerne. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Patrone, Haarklammer. Du hast eine Impro-Pistole, das ist okay, das reicht mir. Mehr will ich nicht wissen. Versorgungsroute. Diese Person kann keine... Warum? Doch, geht. Sieht danach. Achso, das war jetzt wahrscheinlich auf Dings ausgerichtet. Auf den, auf... Bla. Wir wollen nach Ten Pines Bluff eine schicken. Ja. Und jetzt? Kann ich die jetzt irgendwie noch... Kann ich da noch sagen, was er da versorgen soll? Also was er da machen soll? Ah. Seht ihr, die brauchen alle mehr Schutz. Und die, die Fischereitouren, Fischreiertouren, ich lese immer Fischereitouren. Die Fischreiertouren, den will ich auch auf jeden Fall noch ausbauen, weil das Ding sah richtig geil aus, da kann man richtig was Schönes draus machen. Aber Grey Garden hat zu wenig Schutz, die produzieren einfach zu viel Essen. Hangman's Alley hat zu wenig Essen und Betten, okay. Ah, da sind jetzt 7 Leute, okay, mhm. Was aber kein Problem ist, wir können... Die Oberland Station hat einfach kein Essen und hat nur Betten und keine Leute. Das ist egal. Red Rocket hat absolut genug von allem. Das ist auch mein Hauptsitz im Grunde. Sanctuary Hills hat zu wenig Essen. Sanctuary Hills? Wir sind doch in Sanctuary Hills. Warum habt ihr zu wenig Essen, Leute? Seid ihr schon bescheuert? Ach so, weil ich wahrscheinlich gerade den Typen, der fürs Essen zuständig war, weggeschickt habe. Starlight Drive-In, da weiß ich gar nicht, was hinbauen will. Sunshine Tidings Kooperative... Die haben alles Probleme. Okay. Das haben wir ja erst gebaut. Und Ten Pines Bluff hat zu wenig Schutz. Deswegen ja die Versorgungsroute. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich werde jetzt noch jemanden auf eine Versorgungsroute schicken. Und zwar zu Sunshine Tidings. Und ich werde ihn jetzt mitnehmen. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Aber nein. Ich habe mich um Ghule gekümmert. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. General! Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja, kein Ding. Mach ich doch. Ja, cool. Es gab wieder schön XP. Ihn können wir leider doch noch momentan nicht mitnehmen. Bleiben wir noch ein bisschen mit dem Hund, bis wir das mit der Burg machen. So einfach. Du bist Versorger, das ist cool. Versorgt er wirklich alles? Ja. Das ist ja geil. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, da waren wir schon. Du könntest eigentlich auch noch für Essen sorgen. Das finde ich jetzt eine ganz coole Geschichte. Ja, jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Essen. Das sieht schon gut, schon besser aus. Ressource zugewiesen. Yun Long, bevor du hier irgendwas machst, kannst du auch ein bisschen für Essen sorgen. Oder du könntest... Ne, du bist sehr labil. Ich lass dich nicht ballern hier. Du wirst nicht ballern. So, der braucht jemanden... Die brauchen beide jemanden. Du kannst ein bisschen plündern. Okay, wen haben wir noch? Ich muss das jetzt gerade zuweisen, Leute. Denn aus irgendeinem Grund ist das jetzt wieder aufgelöst. Ich verstehe nicht, warum. Auch wahrscheinlich, weil sie jetzt schlafen gehen. Siedler. Du machst mehr Essen. Denke ich mal, denn wir haben zu wenig Essen. 9 Essen für 12 Leute ist natürlich zu wenig. Benötigt niemanden, aber die benötigen noch. Ja, jetzt läuft's. Wunderbar, da haben wir genügend. Jetzt muss ich nur noch... die Olle, die kann nichts machen, fürchte ich. Irgendwer klappert hier wieder rum.
Hier geht keiner schlafen? Okay, seid ihr Helden, seid ihr. Wir haben genügend Essen, wir haben genügend Wasser, wir haben mehr als genügend Schutz. Preston macht dein Ding. Du beschützt uns, das ist auch cool. Ist immer gut, wenn noch jemand ballert dabei. Ja, Yunlong. Ich will jetzt noch einen an die Versorgungsstation, an die Plünderstation setzen. Damit das auch wirklich läuft. Und dann werden wir noch einen in die Versorgung schicken. Habe ich so den Plan. Damit das auch läuft. Guck mal, du. Nee, du könntest eigentlich eine Versorgungsroute aufmachen nach... Wieso nicht nach Sunshine Tidings? Das ist doch cool. So, du machst eine Versorgungsroute. Sicher cool. Marcy Long. Ja, du kannst mit deinem Kerle eigentlich mal ein bisschen was Ordentliches machen. Und zwar, plündern. So, dann haben wir das alles zugewiesen. Und dann können wir jetzt... ja, sehr gut. Alles zugewiesen. Wunderbar. Dann ist hier alles fertig. Die Versorgungsrouten stehen. Ich weiß nicht, was es bringt. Wir werden es sehen, hoffentlich. Ich dachte, man könnte noch ein bisschen mehr einstellen. Wir hauen mal hier ein bisschen was weg. Und jetzt geht's in Richtung... den Quartiermeister können wir auch noch anlassen. Jawohl. Wir gehen... Northang Beach. Das ist halt so eine Sammelquest, ne? Für ein bisschen mehr Zeug. Aber ich würde eigentlich gerne zu den Comics hingehen. Zu dem Comicladen. Vielleicht finden wir noch was auf dem Weg. Wir können aber auch erst noch mal ganz kurz... Ja, ich will nicht schon wieder nur bauen. Backman's Alley, das gucke ich dann im Off, denke ich. Was wir da noch machen können und dass wir da was hinbasteln können. Und ich will halt auch gucken, dass wir das besser verteilen hier alles. Und auch die Kooperative Sunshine Tidings, die ist ziemlich schlecht dabei. Das ist nicht so gut. Wir haben halt gerade nicht viel, ne? Wir haben halt nicht viel zu tun. Okay, Leute. Wir machen jetzt das mit dem Comicladen und wenn das fertig ist, machen wir vielleicht das mit der Burg. Okay? Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Machen wir das mit der Burg, haben wir den Teil wahrscheinlich komplett durch. Ich schätze es mal mit den Minutemen. Keine Ahnung. Geht eigentlich ein bisschen schnell, aber was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch die Hauptquest. Und danach können wir vielleicht noch ein bisschen was mit den Siedlern machen. Vielleicht baue ich den auch im Part nochmal ein bisschen um. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einige interessiert, was wir da genau basteln und wie das dann ausschaut. Ich möchte auch ein Haus noch bauen. Ich möchte diesen Marktplatz bauen. Aber erstmal, wir brauchen dadurch noch zwei Level. Nächstes Level ist Charisma. Da drauf das Level ist wahrscheinlich... Also soll wahrscheinlich entweder Hacking oder... oh nein. Entweder Hacking oder der andere Kram. Da wird... Oh, scheiße, jetzt ist ja alles voll. Und da ist natürlich... Oh, da ist natürlich wieder ein blöder Geschützturm, ne? Das ist einfach nur eine Wonne. Ja, du bist so toll, Mädchen. Super, super Treffen. Okay, warum sind die schon wieder alle... Warum ist schon wieder alles voller Raiders? Raiders Sisters. Komm, stirb. Stirb. In den Arsch. Ah! Stirb! Hab ich gesagt. Ja, sehr gut, Hundi, du machst das. Da hat er nur Mist. Der Köter macht. Der Köter ist genial. Das ist ja auch unsere Emily. Das ist toll. Und ja, ich ignoriere einfach, dass es Dogmeat heißt, das Vieh. Für mich ist es Emily. Ach, guck mal, das schon wieder. Das steht auch schon wieder. Ja, kein Wunder, dass das hier noch nicht abgeschlossen war, wenn hier wieder Viecher sind, Typen und so. Aber cool, ein bisschen Action, finde ich immer gut. Und es macht hier einfach irremäßig Spaß, Leute. Also, wer von euch das Spiel auch hat, der wird das sicher bestätigen können. Es wirkt einfach, es ist besser, es wirkt so ein bisschen mehr nach... Wenn man schießt, dann wirkt es auch, als würde man schießen bei den meisten. Jetzt mit den Supermutanten oder so, oder bei diesen ultralegendären Kreaturen, das ist wieder ein bisschen ridiculous. Aber sonst, es ist wirklich, es wirkt sich, wirkt viel plastischer, viel, viel... ausgeglichener, viel mehr gebalanced. Und das finde ich gut. Dass man wirklich auch merkt, dass man auf jemanden schießt und sowas. Ist hier noch was, wo wir... Ja, gut, ist aber nur so ein Power-Rüstungsding, moin. Wir können dem ganzen Ödlern unsere Power-Rüstung verteilen, das ist voll geil. Ist ja cool. Aluminium nehmen wir mit. Aluminium ist ein seltenes Gut. Ach, wir wollten zur... Ah. Okay, Leute, wir werden auf jeden Fall, wenn wir das hier abgeschlossen haben, mit dem Ding nochmal zur Vault gehen und dann werde ich das Kryo-Gewehr mir holen. Ich stehe da drauf, ich will das haben. Und dann werden wir es auch mal testen, natürlich. Okay.
Das da verwundert mich so ein bisschen, warum da so ein Containerdreck einfach an der Wand klebt. Bisschen strange. Okay, also wie gesagt, 60 FPS, tut mir leid, kann ich nicht bringen. Das wollte ich unbedingt noch loswerden und euch darüber benachrichtigen. Oh, guck mal, eine Kirche. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da reinkommen. Die Kirchengemeinde Heilige Mission. Dogmeat hat einen Gegner entdeckt, das ist schlecht. Wahrscheinlich in der Kirche. Das wäre ungut. Da sitzt ein Protectron drin. Oh, crap. Ja, soviel zu eurer Kirche. Ihr seht schon, dass sie irgendwie kacke war, ne? Na komm, kill ihn. Yes. Ich kann auch die Cutscene glücklicherweise abbrechen. Das ist toll. Die Babyflasche ist kein Babykorps da. Das wundert mich so ein bisschen. Oh, natürlich. So ein Kackendreck. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin jetzt nicht dafür, dass man hier... Oh, Teddy nehmen wir mit. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man hier die Kinderleichen überall sieht und sowas, wie bei Dark Souls und so. Aber, oder beziehungsweise Skelette. Ich war am überlegen, skelettierte Leiche, aber es ist ja keine skelettierte Leiche, es ist ja kein Fleisch mehr dran. Das sind Skelette einfach. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber... okay. Da war Kreide drin, die nehmen wir natürlich mit. Aber... Es wäre schon realistisch. Ich meine, wenn man hier schon eine Babyflasche, Kinderrassel, alles dabei... Oder ein Protectron, ein Ölkanister, den er dabei hatte. Stahl nehmen wir auch mit. Wir haben genug Platz momentan. Wenn man hier sowas schon sieht, dann sollte das mit dabei sein, finde ich. Also es ist... Gruesome, yes, aber es ist halt auch realistisch. Warum hat der Pfarrer denn bitte... kalibrierte, mächtige 10mm Pistole mit Mündungsbremse da unterm Dings und vor allem, ja, die Kohle ist klar. Für was anderes ist die Religion überhaupt nicht da. Kristalldekanter, sehr gut. Bringt uns Kristall. Okay, jetzt können wir hier an der Seite raus. Das war wohl eine kleine Kirche. War da nicht mal ein Raum für sich, der Kerl? Oder hat er vielleicht... Nee, das ist zu. Strange. Na gut, waren dafür ein paar Ghule da. Esplanade, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Ist das das Dorf oder diese kleine Vorort oder wo, was auch immer, wo wir hier sind? Oh, das klingt schon komisch. Esplanade? Habe ich noch nicht gehört. Vielleicht so eine Art Platz? Wenn das jemand weiß, was das bedeutet oder erst mal schnell nachschlagt, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich kann es ja jetzt schlecht nachschlagen. Und ich vergesse sowas immer so schnell. Oh, nee, nicht schon wieder ihr, ne? Ey, nicht schon wieder. Das war wohl der Gegner, den wir entdeckt haben. Und das war ein Hund weniger. Der gute Etokles meinte auch, dass die Waffe ziemlich kacke ist, eigentlich. Stimme ich zu. Die ist auch nicht wirklich gut. Warum ist da ein Raider? Warum stirbt er so schnell? Da sind noch mehr Raider, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Gehen wir einander mal hin. Das stimmt, die Muskete ist auch ziemlich schlecht, aber es ist halt auch ein Scharfschützengewehr an sich. Mit sehr schlechter Nachladequote. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Oh! Das Märtyrer ist eine Metallrüstung. Cool! Verlangsamt kann vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Das ist cool. Das ist richtig cool. Warst du ein legendärer Bistig? Ach so, dafür starb er aber schnell, glücklicherweise. Unser Hundi hat ihn ja schnell gekillt. 27, oder? Okay. Metallrüstung des linkes Bein. Was haben wir am linken Bein? Ne, linkes Bein haben wir was Besseres als eine Metallrüstung, leider. Ah, das ist so gemein. Wir kriegen den guten Kram einfach nicht dazu. Genauso wie das hier. Da müssen wir die Kampfrüstung noch umbauen. Dann sind wir nämlich voll in Kampfrüstung. Und Kampfrüstung ist eindeutig besser. Ihr seht es ja, 9 und 5 und das ist 9 und 9. Also... Wir haben die noch nicht mal wirklich aufgerüstet, meine ich. Weil wir es noch nicht können, weil wir keine Polymere haben. Ein Siedlungsrekrutierungssignal. Bist du gestorben, du armes Brahmin?
Du warst das doch, das auf dem Weg war zu seinen Leuten, zu seiner Karawane, oder? Oh, wie gemein. Aber ich kann wenigstens noch dein Fleisch nutzen. Oh Leute, hier gibt es so viel zu entdecken, ne? Hier müssen wir uns auch mal richtig umtun. Ich finde es schade, dass man das Porame nicht wirklich ausplündern kann. Dass man damit sieht, was die Karawane dabei hatte. Oh, hier muss man sich mal richtig umtun. Guckt mal hier, das ist ein Museum. Oh, wie cool. Ach, wie cool. Wie cool, wie cool. Ja, da muss ich, wenn ich das nächste Mal in Wien bin, auch mal ins Museum gehen. Das haben wir da nicht mehr geschafft. Hm. Leider. Oder, ja, ich wollte ja auch nicht überall hin die ganze Zeit und nur rumrennen, während ich da war. Ich wollte auch ein bisschen die Zeit genießen. Von daher haben wir das auch. Wow, können wir da rein? Das wäre geil. Oh, guck mal, da ist eine Treppe. Das wäre geil. Oh, oh. Raider Psycho. Naja, eigentlich bin ich dann doch eher dafür, den Krückstock zu nehmen. Da habe ich mehr Munition. Hm. Nee. Oh nein. Oh toll. Wo? Ach, da. Die ich nicht gesehen habe, ne? Du Miststück. Okay. Da hinten sind noch mehr. Ja, wo? Der ist auf meiner Ebene, aber hier ist doch niemand. Verstehe ich nicht. Okay, egal. Jet Blutsack, geil. Das Ale lassen wir liegen. Wir brauchen kein Ale. Ich wüsste nicht, wofür man es braucht. Die ist geplatzt. Das heißt, wir können schon mal den Chrom mitnehmen. Okay. Und dann uns weiter in die Richtung machen. Ich muss ehrlich sagen, also für sowas, für so einen schnellen Kill, ist das echt gut, das Gewehr. Oh, vor allem, wenn man so ein bisschen aufrüstet, da hinten sind welche. Ja, da oben auf dem Dach. Nee, da gehe ich nicht hin, ich ignoriere die jetzt einfach. Wir wollen nur den Comicladen. Hubris Comics. Vor allem Hubris Comics, finde ich auch super. Mal gucken, da liegt einer davor. Na? Spur des Plünderers. Ha, interesting. Hund, darf ich? Dankeschön. Den Filzhut nehme ich mit. Ich brauche so einen Filzhut. Der bringt mir Glück und Kroms. Ich würde ja gerne nur mit sowas rumrennen, aber das, nee, das wäre nicht so gut. Aber ich habe die Uhr angemacht. Ja, habe ich. Der Part ist gleich schon wieder vorbei, Leute. Es tut mir leid. Gar nicht so viel gemacht. Aber das hier scheint kein großer Comicladen zu sein. Ich hasse dich. Oh nein. Okay, Glück gehabt. Da haben wir ihn gestunt. Bisschen gestaggert. Wo rennt ihr rum? Ja, komm schon. Ah, ich bin so scheiße im Schießen mit diesem Gamepad, ne? Das ist einfach nicht schön. Oh nein. Alter! Wie dieses Vieh einfach auf einen zuspringt. Das ist so kacke. Ich hasse euch. Scheiß Ghule. So, ich habe jetzt einfach mal den Crit eingesetzt, weil... Besser als nichts. Könnt ihr mal aufhören, meinen Hund zu verprügeln? Ihr Mistviecher. Scheißviecher, ey. Ich hasse es, wie schnell die sein können, ne? Das regt mich voll auf. Okay. Da kommt noch einer, ne? Es ist unglaublich. Würdest du jetzt bitte mal treffen, Mädchen? Dankeschön. Ja, hier kommen wir noch mehr. Alter, wie viele! Treffe nicht, jawohl, ja moin. So ein Held ist was. Ja, ja, spring mich ruhig an, ihr Mistviecher. Alter. Ich glaube, es knuspert bei euch. Guck mal, du knusperst auch nicht mehr lange. Da war ich ein bisschen langsam. Zugegeben. Wie ich voll das Red hier abbekomme. Nur Crap. Schachbrett nehmen wir mit. Hallo Hund. Hier sind immer noch in Gefahr. Hier ist noch nicht alles vorbei. Alter, ich werde hier ein bisschen überziehen. Denke ich mal. Aber jetzt kann ich eigentlich auch jetzt, wo die Spannung jetzt wieder so ein bisschen vorbei ist. Oder beziehungsweise das Gemetzel, wo alle einfach wieder auf mich draufrennen und mich niedermetzeln. Kann ich das ein bisschen gediegener angehen, wieder mit einer Pistole. Okay. Aber wie gesagt, scheint kein großer Comicladen zu sein. Leider sind auch nicht mehr viele Comics erhalten.
Es gibt Baseballgranaten, Leute, deswegen will ich mir die mitnehmen. Vielleicht kann man daraus was Schönes machen, oder ich weiß nicht, wie ich das rausbekomme, wann ich, wie ich was daraus machen kann. Gucken wir dann. Ja, die Gefahr wird nicht mehr weggehen, Leute. Das ist normal, ist cool. Ball nehmen wir mit. Die Uhr ignorieren wir. Leider nur verbrannte Comics. Hier müssen aber auch gute Comics sein. Definitiv, das kann ich riechen. Leute, das rieche ich. Den Teddybär nehmen wir mit, das ist toll. Ich mag Teddys. Ich mag Teddys. Okay. Was auch immer das gerade war, ich habe es einfach mitgenommen. Okay. Haha, ich sag's euch doch. Die Unaufhaltsamen. Okay. Du hast eine Ausgabe, die Unaufhaltsamen gefunden. Du erhältst eine Chance von plus 1%, den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Nice. Und das geht bis auf plus 10% hoch, Leute. Ist das cool. Das ist ja mal richtig cool. Ja, okay, jetzt gehen wir mal ein Stück da hoch. Oh, wir haben Lagerraumschlüssel sogar. Ist hier jemand? Nö, ist niemand. Okay. Dann können wir hier erstmal uns umschauen. Geil, dann Scheiß. Jo, mit Mündungsbremse, sehr schön. Da können wir wieder coole Sachen rausholen. Wir speichern einfach mal, weil es könnte sein, dass ich jeden Moment sterbe, wenn hier irgendwas um die Ecke springt. Mir ins Gesicht springen mit dem nackten Arsch. Im nackten Hintern, ne? Einfach so, wie diese hässlichen Viecher. Dass die immer so auf einen zuspringen müssen, finde ich total anstrengend. Oh, nochmal Plünderer. Leute, wir werden uns die Aufzeichnung gerade noch angucken und dann mache ich einen kleinen Cut. Der Regenhut ist lustig. Den nehme ich mit. Okay, aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch gerade schnell die Aufzeichnung angucken. Wir haben jetzt zwei Aufzeichnungen von Plünderern. Den nehmen wir auch mit. Den Mondaffen finde ich super. Okay, Plünderer. Aufzeichnung des Plünderers. Haben wir nur einmal? Komisch. Ich kann gar nicht glauben, dass ich bei sowas hier mitmache. Wer will denn diesen Mist? Sammler, sagt der Boss. Also wer ist denn hier, wer ist hier dumm? Die oder wir? Haben wir noch welche Aufzeichnungen? Plünderers Aufzeichnung oder sowas? Ich guck gerade mal nur grob drüber. Nee, anscheinend nicht. Überfälliges Buch. Wow. Brauchen wir alles nicht. Alles Quatsch. Wiegt nämlich alles, was der Scheiß. Alles, was wiegt und hier drin ist, hat nichts da drin zu suchen. Mal ganz kurz durchswitchen. Ja, da war noch was gewogen hat. Da. Ach so, die Stachel, aber die brauchen wir, okay. Ja, Leute, dann muss ich hier leider einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 4. Bis dann, wenn der Hund wieder so süß guckt. Jo, armes Winseltier. Tschüss, Leute.